Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Tutorial. Ja, ich möchte mich zu Anfang nur mal kurz entschuldigen für das letzte OMSI-Video. Das war ziemlich ärgerlich, habe ich dann im Nachhinein erst gemerkt, dass der Sound einfach mal so laut war vom Spiel, dass man mich an den Stellen, wo der Busmotor an war, sozusagen, also quasi außer am Anfang das ganze Video über, hat man mich kaum verstanden. Dafür ein großes Sorry, das tut mir wirklich leid. Ich habe dieselben Einstellungen benutzt wie bei den Videos davor. Ich benutze ja seit kurzem ein Headset und ich dachte, ja, wenn es jetzt die letzten Male geklappt hat, wird es diesmal auch klappen, aber anscheinend irgendwie doch nicht. Deswegen muss ich da noch eine Lösung finden. Ich werde auf jeden Fall vor jedem Video alles nochmal neu testen. Das hatte ich in dem Video nicht gemacht, weil ich eben dachte, es würde wieder gehen, weil es ja wie beim letzten Mal eingestellt war. Aber ich habe mich getäuscht, also ja, muss ich wieder ein bisschen mehr Zeit investieren. Das Ärgerliche beim Testen ist immer, vor allem beim Bussimulator 2012, man muss immer das Spiel neu starten, quasi. Das heißt, ich gehe ins Spiel, teste ein bisschen, fahre im Bus rum und dann höre ich auf zu drehen. Dann muss ich das Spiel komplett beenden, auf den Desktop und mir das Video angucken. Wenn es dann geklappt hat, ist okay. Wenn es nicht geklappt hat, muss ich irgendwie lauter oder leiser stellen, wie auch immer. Wahrscheinlich eher leiser, den Spielsound. Und ja, dann muss ich wieder ins Spiel rein, starte vor dem Betriebshof, muss mit dem Bus wieder zur Endhaltestelle fahren. Also das ist dann mal ein riesen Zeitaufwand. Ja, muss ich noch eine Lösung finden. Wahrscheinlich muss ich das dann einfach machen oder ich spekuliere einfach mal drauf, dass es geht, aber anders geht's nicht. Und beim letzten BS12-Video ist es sogar passiert, dass ich das Spiel dreimal neu starten musste, weil beim zweiten Mal ist es dann sogar abgestürzt. Also abstürzen ist ja auch nicht, ist ja auch keine Seltenheit, sage ich mal, beim Bussimulator 2012. Ja, aber wozu ich dieses Video eigentlich mache, dazu kommen wir jetzt. Und zwar, es war gewünscht von mehreren Leuten und ja, es ist, denke ich, auch mal ganz gut, das so oder so zu machen, weil es ja zu meinen Let's Plays ein bisschen dazugehört, weil ich ja auch OMSI-Let's Play und da ist es vielleicht auch mal ganz gut, so allgemein zu wissen, wie man sich überhaupt diese ganzen Add-ons runterlädt und wie das alles funktioniert, was, also für die, die keine OMSI haben, für die, die sich nicht so gut auskennen, ja, da soll es nochmal ein bisschen so als Hilfe dienen oder einfach für die, die es interessiert. Genau, ich fange an, die beiden Foren vorzustellen. Es gibt nämlich zwei Stück beim OMSI. Einmal das ältere und einmal das neuere. Das ältere wurde geschlossen. Ich glaube, das war noch letztes Jahr, 2011. Also, ja, genau. Und es wurde das neue eröffnet, aufgrund von Problemen mit der Community, glaube ich. Aber ich weiß es nicht, gar nicht so genau. Also, ich bin auch noch gar nicht so lange beim OMSI dabei. Deswegen, also als es das alte Forum noch, als es nur das alte Forum gab, habe ich OMSI noch nicht gehabt. Deswegen weiß ich da auch nicht genau, warum das jetzt geschlossen wurde, aber ich denke mal, Probleme mit der Community. Ja, um es nicht zu lang zu machen, das alte Forum ist geschlossen. Man kann nichts mehr posten, man kann nur noch die Sachen downloaden. Aus dem Grund möchte ich euch das auch kurz mal vorstellen, weil es ist ja schon, denke ich, auch wenn da nichts mehr zu tun ist, gibt es da schon einige Maps und sowas, die es beim neuen Forum dann nicht mehr gibt. Deswegen, hier haben wir es. Der Link ist hier oben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich es auch nochmal in die Videobeschreibung packen. omnibussimulator.forumieren.com. Ja, hier sind diese ganzen Kategorien, Deutsch, Englisch und so weiter. Und hier haben wir Add-on-Downloads. Und hier gibt es verschiedene Kategorien, reale Strecken, fiktive Strecken, Repaints, neue Add-on-Busse, Scenery-Objects oder Szenerie-Objekte auf Deutsch, Straßen und Kreuzungen haben nochmal eine extra Kategorie und Mods und Tools und diese Kategorien sind beim neuen Forum so ähnlich. Also ihr seht, es sieht ziemlich anders aus. Die sind nämlich hier alle, also reale Karten, fiktive Karten, ja, könnt ihr euch das selber durchlesen, ne? Das sind eigentlich die gleichen Kategorien, die heißen bloß leicht anders teilweise. Ja, aber wir kommen zuerst zum alten Forum. Hier könnte man jetzt zum Beispiel aufklicken auf, ja, ich gehe mal auf fiktionale Karten. Hört sich ein bisschen komisch an. Und ihr seht, hier gibt es Sachen, die es auch im neuen Forum gibt.
Zum Beispiel Bad Kinzau oder das Stadtbusnetz Rheinhausen natürlich. Wobei ich nicht weiß, ob das 2.0 ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ne, 3.0 sogar. 3.0 müsste es jetzt sein, in Rheinhausen sogar schon. Ja, und hier gibt es eben viele, viele, viele Maps, die es auch im neuen Forum nicht gibt. Zum Beispiel, da sehe ich hier Mitterteich. Das habe ich noch nie gehört. Ja, da müsstet ihr einfach mal ein bisschen durchblättern und euch das angucken. Aber besser auskennen tue ich mich mit dem neuen Forum. Deswegen gehen wir mal darauf. Und das ist, wie gesagt, auch das Aktuelle. Da könnt ihr euch einen Account machen. Ich habe schon einen Account. Ja. Und hier eben die Kategorien. Entschuldigung. Wir gehen auch mal auf fiktionale Karten. Oder in dem Fall fiktive Maps. Hört sich deutlich besser an, finde ich. Ja, und hier seht ihr, ne, Omnins zum Beispiel gibt es im alten Forum nicht. Also gibt schon ein paar Unterschiede. Es lohnt sich, in beiden Foren nachzugucken. Bad Kinzau haben wir auch. Und da müsst ihr einfach draufklicken. Und irgendwo in der Beschreibung ist dann auch der Download-Link. Es gibt im Forum übrigens auch noch andere Kategorien. Zum Beispiel Off-Topic. In dem Fall ist es bloß geschlossen. Also es bringt nichts. Off-Topic heißt irgendwelche Sachen, die nicht zum Spiel gehören. Zum Beispiel, ja, so ein ganz klassisches Ding. Sieht man ja auch, was erlebt ihr so alles mit Busfahrern. Da kann man dann so seine Geschichten schreiben oder irgendwelche Spiele, Forenspiele, was es ja immer so gibt. Ja, virtuelle Gesellschaften, das ist nochmal so eine Sache, die wirklich Omni sehr, sehr ernst nehmen. Also da kann man dann wirklich so tun, als wäre man wirklich Busfahrer beim Omni, indem man sich bei solch einer Verkehrsgesellschaft fiktiven anmeldet. Alles sehr realistisch gemacht. Dann kann man hier seine Add-on-Wünsche posten und im Showroom werden die Add-ons gezeigt, mit Bildern zum Beispiel, die noch nicht ganz fertig sind, aber früher oder später dann zum Download erscheinen werden. Hier ist nochmal die English Area und der deutsche Bereich, also irgendwie Wahllokal, gut, da wurde mal Vertrauensperson gewählt. Offizielle Ankündigungen, allgemeine Diskussionen und so weiter. Support, ne, was es so in einem Forum gibt. Ja, wenn ihr das dann downloadet oder runtergeladen habt, dann geht ihr natürlich in euer Explorer oder in euren, wie auch immer das heißt. Ich glaube, das heißt Explorer. Dort könnt ihr euch dann aussuchen, wo es gespeichert wird. Ich speichere es immer unter Downloads natürlich. So, Downloads, hier haben wir sie. All die Dateien, die ich mir schon gedownloadet habe, kennen wir auch schon aus anderen Tutorials. Und diese Dateien hier, also erstmal bekommt ihr sie natürlich als WinRAR. Dann müsst ihr sie entpacken. Ich entpacke sie mal hier rein. Und da klickt ihr dann rauf. Zum Beispiel gehen wir mal auf... Ja, wo gehen wir rauf? Wo gehen wir rauf? Wo gehen wir rauf? Berlin, das ist zum Beispiel eine Map. Nein, das ist keine Map. Das ist was anderes. So, Apple Repaint ist dann für ein BS12 und ich habe ja auch Citizen Motion Mods und so weiter, also da müsst ihr dann einfach mal wissen, wo ihr diese Sachen reinkopieren müsst und da will ich euch auch dann mal kurz helfen und zwar, ich zeige euch einfach mal, wo man diese ganzen Sachen reinkopieren muss. Es tun sich manche schwer zu verstehen, was ich meine, wenn ich poste, kopiert das nach und dann zähle ich diese ganzen Pfade auf, weil viele sich einfach damit noch nicht auskennen, deswegen zeige ich es nochmal so. Also meistens auf Computer, dann auf Boot, dann nicht unter Programm x86, wie die meisten Spiele sind, sondern unter M-R-Software, also MR-Software. Steht übrigens für Marcel und Rüdiger, die beiden, die das Spiel entwickelt haben, Marcel Kuhnt und Rüdiger Hülsmann. Hier gibt es eigentlich nur diese Datei OMSI. Dieser Ordner hier, OMSI Backups, den habe ich selber erstellt. Für die Backups eben, wenn ich irgendein Add-on installiere, ein größeres oder ein, sagen wir mal, nicht 100% vertrauenswürdiges, dann mache ich erstmal ein Backup vom ganzen Spiel, damit das Add-on, was ich installiere, nicht das ganze Spiel kaputt macht und ich neu installieren muss, habe ich hier nochmal eine auf jeden Fall funktionierende Version. So, hier gehen wir rauf. Hier haben wir dann auch eine ganze Menge Ordner. Viele davon sind unwichtig, zum Beispiel APS und sowas. Das sind irgendwie Sachen, die im Laufe der Zeit hier sich gesammelt haben, zum Beispiel all diese Dinger hier unten, die müssten eigentlich gar nicht unbedingt da sein.
das ist einfach nur, ich war auch mal Anfänger und habe irgendwie alles überall reinkopiert in der Hoffnung, dass es irgendwann funktioniert. Inzwischen weiß ich es besser, also wundert euch nicht. Ich zeige euch einfach mal die wichtigsten Ordner, wo man eben die Sachen hineinkopiert. Ja, einer der weniger wichtigen, aber eigentlich trotzdem erwähnbaren Ordner ist Fonts. Denn hier kopiert man diese Schriften hinein, die braucht man für manche Busse und für die Matrix-Anzeigen. Und einer der wichtigsten Mods überhaupt für den OMSI ist der DinFonts Mod. Da ist irgendwie eine Schrift. Wozu genau das dient, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist einfach wichtig hier, ne, für die Anzeigen. Da sehen wir das Dreieck und das Schulbuszeichen und für die Matrix-Anzeigen eben. Ja, als nächstes, was ist noch wichtig? Maps ist einer der allerwichtigsten Ordner. Da kommen nämlich die Karten rein. Hier habe ich eine ganze Menge. Manche funktionieren, manche auch nicht. Und ich zeige euch einfach mal Grundorf. Das ist die Map, die Standard-Map sozusagen. Schlechthin vom OMSI, also noch standardmäßiger als Berlin-Spandau, würde ich fast sagen, weil es einfach eine Tutorial-Map, eine Trainings-Map, wie auch immer man das nennen will, mit einer ganz kurzen Buslinie. Habe ich auch schon mal gezeigt mit dem Buscar. Ja, hier sind eben die ganzen Dateien, die man braucht, damit die Map funktioniert, mit den Kacheln. Kacheln sind die viereckigen, also rechteckigen eigentlich. Na, weiß nicht, manchmal sind sie, glaube ich, rechteckig. Manchmal auch quadratischen Flächen, auf denen das Spiel basiert. Ja, so, und hier eben die ganzen Dateien, die man braucht, damit die Map funktioniert. Und so ist es eben bei jeder Map. Und wenn ihr jetzt eine Map downloadet, dann geht ihr auf die Datei rauf, oder auf den Ordner, und kopiert dann den gleichnamigen hier rein. Das heißt zum Beispiel Essen, habe ich gerade angeklickt. Wenn ihr Essen downloadet, dann klickt ihr auf Essen, dann ist da vielleicht nochmal Essen, und Essen, wo dann Essen steht, das kopiert ihr hier rein, und dann steht dann, möchten Sie den Ordner hier nach Essen integrieren, und dann sagt er ja, überschreibt einfach alles, und dann ist die Map auch schon drin. Ja, für den es jetzt ein bisschen schnell ging, ne, sage ich immer, spult nochmal zurück, hört euch die Stelle nochmal an. Das ist ja so eine schöne YouTube-Funktion, weil für die, die es verstanden haben, ist ja doof, wenn ich es jetzt noch dreimal erzähle. Die können natürlich auch vorspulen, aber man weiß nochmal nicht so richtig, wann es wieder weitergeht beim Vorspulen. Ne? Da muss man einfach so ein bisschen ins Schwarze treffen. So. Modell ist unwichtiger. Na, wo ist das nächste? Hier, Scenery Objects. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Da kommen all die Objekte rein, die man braucht. Also eigentlich von Laternen bis zu Bänken, bis zu, weiß ich was. Alles, was man eben braucht. Häuser, Gebäude. Zum Beispiel in Omnins, gutes Beispiel. Da gibt es eine ganze Menge Scenery Objects, die man hier rein kopieren muss, weil sie einfach nicht dabei sind von Anfang an. Hat man auch im letzten, ein bisschen verfehlten Video gesehen. Zum Beispiel, ja, was war da, diese Kriegsstatue oder schon allein diese Straßen, die kommen dann eben alle hier rein. Auch sehr, sehr wichtig, denn ohne Scenery Objects wäre OMSI einfach eine grüne Wiese. So, schwer auszusprechendes Wort, finde ich. Ja, Scripts, das ist wichtig, aber da weiß ich eigentlich nicht so richtig, was mit anzufangen. Welches das Richtige ist, weiß ich nicht. Vielleicht das hier, vielleicht auch das andere. Weiß ich nicht. So. Situations, das sind die gespeicherten Spiele. Sound. Ja, egal. Jedenfalls, wir gehen mal weiter zum nächsten wichtigen. Zum Beispiel Texture. Ja, da kommen die Texturen rein. Zum Beispiel diese Bilder hier. Also auch nicht so wichtig. So. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe bloß noch mal geguckt, ob ich nicht eins vergessen habe, ist Vehicles. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Ordner, denn ohne den würde es keine Fahrzeuge geben im OMSI. Also, auch sehr wichtig. Hier kopiert ihr die ganzen Busse rein. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in Lion City downloadet, ist der falsche hier. Nicht den hier, meine ich. Dann kopiert ihr eben diesen Ordner nach Vehicles. Und dann landet er hier drin und dann ist er auch richtig und dann wird der Bus auch, wenn alles gut läuft, funktionieren. Ja, genau. Das war's eigentlich zu den Ordnern. Wir können noch mal kurz hier raufgehen. Ich nehme immer am liebsten den SD202, den Standardbus.
Hier haben wir die ganzen Hofdateien, also die Hofdateien sorgen dafür, dass sozusagen die Linie angezeigt werden kann auf der Map. Wenn man zum Beispiel in Berlin mit der Hofdatei von Omninsk fährt, dann kann man nicht die Berliner Ziele anzeigen, also Rathaus Spandau zum Beispiel, sondern da zeigt er dann an Vesjanka oder was auch immer. Also die richtige Hofdatei. Ist auch wichtig. Ist auch wichtig, dran zu denken. Passiert mir auch manchmal, dass ich es vergesse. Wenn ihr einen neuen Bus runterladet, dann müsst ihr auch dran denken. Also wenn es nicht schon drin ist, ist aber in den seltensten Fällen der Fall, die Hofdatei mit in den Bus auch noch hineinkopieren. Und hier Sound zum Beispiel, da sind die Ansagen und diese ganzen Sounds halt, die der Bus hat, wenn man die Haltestellenbremse löst und eben all diese Sachen. Ansagen auch. Da habe ich tausende für die ganzen Maps, wo es Ansagen gibt. Also werden wir uns jetzt nicht anhören, aber ja. Hier nochmal Texturen, das ist auch wichtig. Wenn ihr euch ein Repaint runterladet, dann kommt es nach Textur und dann Werbung. Je nachdem, in welchem Bus von dem Typen SD202 ihr das haben wollt, von D86 bis D92. Die meisten sind immer für den D92, deswegen gehe ich hier auf und da kopiert ihr dann eben die ganzen Repaint-Dateien. Das sind all die, die ich habe. Und hier auch nochmal so ein paar Sachen, wovon ich nicht unbedingt weiß. Ja gut, hier sehen wir es, ne? Zahltisch und so weiter. Genau. So, eine letzte Sache war auch noch gewünscht von einem meiner treuen Abonnenten. Nämlich kurz die AI-List vorstellen. Ja, viele werden sich fragen, was ist die AI-List? AI kommt von Artificial Intelligence. Das bedeutet so viel wie künstliche Intelligenz und die deutsche Abkürzung dafür ist eben KI. Also wenn ich von einem KI-Bus rede oder von einem KI-Fahrzeug, dann meine ich die Fahrzeuge, die vom Computer gefahren werden, sozusagen, die künstlich intelligent sind, auch wenn sie eben nicht immer intelligent sind. Also manchmal würde ich sie auch lieber KD nennen, also künstliche Dummheit. Vor allem bei OMSI oder eben dem Bussimulator 2012. Ja, das ist eben so ein Wort, was teilweise unpassend ist. Aber ist eben allgemein so, also kann man ja nichts machen. Und kein Spiel würde die Autos, die vom Computer gesteuert werden, offiziell künstliche Dummheit nennen, weil dann würden sie sich ja selber schlecht machen. Beziehungsweise das Spiel würde sich nicht selber so nennen, sondern die Spielehersteller. So, wieder ein bisschen abgekommen vom Thema. Die AI-List. List ist eben Liste auf Englisch, ne? Also wir sind hier wieder im OMSI-Hauptordner, da wo alles läuft. Die AI-List findet ihr in dem Map-Ordner oder Maps. Maps heißt Karten. Also, ne, für die kein Englisch können. So. Wir nehmen als Beispiel wieder mal Grundorf. Und hier sehen wir es auch schon. Hier sieht man nicht auf den ersten Blick, dass es AI-List heißen soll, weil da kein Bindestrich ist. Irgendwie. Erstmal ist es ein unaussprechliches Wort. A-List oder sowas, ne? Also, ich habe auch irgendwann später erst rausgefunden, dass da AI-List steht oder AI-List, wenn man es korrekt sagen will. Das öffnet ihr mit dem Editor und hier sehen wir irgendwelche komischen Nummern, Ziffern, Buchstaben und ich erkläre euch gleich zumindest die wichtigsten Sachen. Ja, hier am Anfang könnt ihr entscheiden, welche Fahrzeuge von denen, die ihr besitzt, auf dieser Map fahren. Also in dem Fall alle Busse. Also als KI, ne? Selbstverständlich. Das heißt, hier zum Beispiel sehe ich gerade, ich habe den MAN Line City nicht eingefügt. Das würde bedeuten, der würde auch nicht fahren auf dieser Map. Als KI-Bus, wenn ich das wollte, könnte ich das machen. Und ich müsste hier eben den Pfad eingeben von der BUS, also Busdatei des Busses, wo die sich befindet. In dem Fall bei den Bussen zum Beispiel unter Vehicles, MAN-SD200, MAN-SD77.bus. Das ist die Datei, die gesucht wird und die muss man dann hier eintragen. Das ist eben die Liste von all den Fahrzeugen, die als KI fahren können auf dieser Map. Wenn ihr zum Beispiel keine Doppeldecker in Omninsk haben wollt, dann löscht ihr einfach alle Doppeldeckerbusse in der AI-List von Omninsk. Weil in Omninsk ist es ja auch offiziell nicht geplant, dass da Doppeldecker fahren. So, diese Nummer hier, also die beiden Nummern, weiß ich nicht, was es ist. Das ist alles ein bisschen komplizierter, also
Da müsstet ihr euch wirklich schon an einen Experten wenden. So, da, das ist mir auch nicht so wichtig, das alles zu können, weil das Spiel läuft und das ist die Hauptsache. Ich bin eher so der Spiele-Spieler und nicht der Spiele-Programmierer. Ich weiß nur, was diese Zahl bedeutet. Das ist eine 30, wie ihr sehen könnt, und die zeigt, wie viele verschiedene Typen ihr fahren. Das heißt, wenn ihr das hier mal durchziehen würdet, von oben nach unten, dann würdet ihr auch auf 30 kommen. Das heißt, wenn ihr, ganz wichtig, wenn ihr hier einen Bus hinzufügt, dann müsst ihr aus dieser Zahl auch eine 31 machen. Beziehungsweise, wenn ihr einen entfernt, eine 29. Aber da ich das jetzt nicht mache, lasse ich mal die 30. Ja, hier unten, was das soll, keine Ahnung. Man kann sich bloß ungefähr denken, also man sieht hier so, man erkennt ein paar Wörter, sag ich mal. Also irgendwie Interzonenzug, das könnte irgendwie ein Intercity sein oder was auch immer, oder S-Bahn, das sind irgendwie auch die Züge. Also hier zum Beispiel Baureihe 275 Vollzug. Es ist, man kann nicht beim Omsi Züge fahren, oder bisher noch nicht, soweit ich weiß. Außer vielleicht Straßenbahn, da gibt es vielleicht ein Add-on, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Jedenfalls, das ist eben doch wirklich nur ein Fahrzeug, was man als KI fahren kann. Das wäre in dem Fall die S-Bahn, die ab und zu mal über die Spandauer Brücke rauscht. Ja, das war's auch schon wieder. Das Video hat lang genug gedauert. Ich hoffe, ich konnte euch nicht speichern helfen. Damit, oder einfach, ja, euch sozusagen dazu anregen, euch noch mehr Add-ons runterzuladen. Der Computer muss dann natürlich auch einigermaßen mitmachen. Es gibt Maps, die sind einfach mal sehr, sehr groß. Zum Beispiel New Berlin-Spandau. Und die stockt dann eben auf so manchen Computer. Deswegen müsstet ihr einfach mal gucken, ansonsten Einstellungen runterstellen. Aber ihr seht schon, ich habe eine ganze Menge Add-ons. Es gibt Maps, die habe ich noch nie ausprobiert. Aber ich hatte mal so eine Phase, wo ich einfach Add-ons runtergeladen habe. Mehr, als ich überhaupt fahren konnte. Und jetzt habe ich sie. Ja. Und in 10.000 Jahren habe ich dann vielleicht mal jede Linie auf jeder Map mit jedem Bus abgefahren, mit jedem Repaint. Also, ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.